zu einer neuen Folge vom Dickkopf. Ich bin Joshua und das ist Jona und wir beide sind die Moderatoren der heutigen Folge. Ja, heute haben wir euch zwei Bände aus dem Carlsen Verlag mitgebracht, die wir euch gerne mal vorstellen wollen. Und ich würde sagen, beide Bände sind sehr besonders. Also es ist nicht so ein Mainstream-Comic oder Comic-Projekte, sondern doch schon etwas Außergewöhnliches. Ja, da würde ich aber einsteigen, also den ich euch gleich vorstelle, da ist schon ein bisschen was hinter, aber dazu gleich mehr. Ist ein Mainstream-Teil, kann man so sagen. Aber nein, Mainstream im Sinne von, wir haben was Außergewöhnliches. Achso, ja, okay, ja, dann... Okay, ja. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Das wäre ein bisschen doof jetzt. Ja. Ne? Ja. Gut, wir haben, also ich starte jetzt erstmal mit der Produktion Der Komplott, die wahre Geschichte der Protokolle der Weisen von Zion. Boah, das ist aber ein langer Titel. Oh ja. Vor allem also, auch mit der Grammatik, ist ja grammatikalisch nicht richtig. Soll das denn so? Oder wird das einfach so hingemacht? So? Ehrlich gesagt kann ich dir das jetzt nicht beantworten. Aber für alle, die sich ein bisschen mit Comicgeschichte und so auskennen oder mit berühmten Persönlichkeiten, dort sollte eigentlich schon längst die Sirene klingeln. Denn wir haben hier nämlich das letzte offizielle Werk von Will Eisner. Und Will Eisner ist einer der Comic-Giganten schlechthin, ist leider auch schon verstorben. Aber der Carlsen Verlag hat praktisch sein Werk, Der Komplott, die wahre Geschichte der Protokolle der Weisen von Zion. langer Titel, sehr schön. Ich wette, mit dir im Englischen wäre es 100-mal besser. Hat auf jeden Fall dieses Werk genommen und jetzt veröffentlicht. Es war schon vorher schon mal veröffentlicht, aber ich finde jetzt hier in diesem Soft Paperback Cover ist das eigentlich relativ cool. Ja, zu Will Eisner selbst, er stammt aus einer armen jüdischen Familie und sein Vater war selber künstlerisch unterwegs und er hat schon immer irgendwie davon geträumt, selber solche Comic-Projekte etc. auf die Beine zu stellen. Und nach mehreren kleinen Aufträgen hat er dann zusammen mit Jerry Iger einen gemeinsamen Verlag gegründet. Dort war unter anderem auch die Comic-Legende Jack Kirby angestellt, nur so, so ein bisschen Fun Fact nebenbei. Ja, und Will Eisner hat währenddessen auch immer mal wieder so Serien produziert. Zum Beispiel auch die Serie The Spirit. The Spirit war eine Geschichte, die er selber erfunden hat. Die ist in einer damaligen großen Tageszeitung erschienen, wöchentlich immer praktisch so ein Schnipsel. Kennt man ja heutzutage auch noch. Manche Zeitungen machen das ja, dass immer so ein Teil der Geschichte in der nächsten Ausgabe drin ist. Und er hatte das bei einer Zeitung, die über 1 Million ja, regelmäßige Leser hatte, also war schon ganz gut. Schon und gut, ja. Ich meine mich erinnern zu können, dass The Spirit auch eine besondere Serie war, weil das die erste Serie war, die so lange durchgehalten hat. Also er hat damit auf jeden Fall großen Erfolg gefeiert und er hat natürlich relativ viel dort auch gearbeitet, hatte natürlich auch was mit Disney zu tun, muss man einfach dazu sagen. Und nach ihm, oder beziehungsweise er ist der Namensgeber der Eisner Awards, die ja eigentlich so praktisch die Oscars für die Comic-Szene sind. Und ja, zu diesem Werk muss man einfach sagen, es ist sein letztes Werk und ihm war als Jude immer sehr wichtig, gegen Antisemitismus vorzugehen. In vielen Geschichten ist es versteckt, er hat da relativ viel auch drüber gesprochen, war immer ein Fan von Aufklärung und hat dennoch häufig Antisemitismus in seinem Leben, in seinem eigenen Leben oder in seinem Umkreis erleben müssen. Und in diesem Buch, in dieser Graphic Novel, wird praktisch die Verschwörung aufgegriffen, die in der Geschichte immer zurückliegt. Man hat ja so oft mit Juden Klischees verbunden, aber halt auch gewisse Theorien, die bis heute nicht bestätigt sind, beziehungsweise wo man sagt, das ist totaler Schwachsinn, was damals erzählt wurde oder teilweise auch noch heutzutage erzählt wurde. Er geht auch gegen aktuelle Probleme vor, sowas wie Fake News, was zu dem Punkt, wo er das geschrieben hatte, noch nicht bekannt war, das Wort, ging er schon vor und hat gegen dieses Problem gesprochen und hat gesagt,
Leute, passt auf, wo ihr eure Informationen herholt, lasst euch nicht benebeln und es sind auch nicht alle in einem Becken die Bösen, sondern vielleicht auch nur ein oder zwei schwarze Schafe. Also wenn man sich das durchliest, ich habe es zweimal gelesen, dann entdeckt man immer mal wieder so kleine Weisheiten, die er uns damit auf den Weg gibt. Und ich muss einfach sagen, er ist genial gewesen. Das Werk ist genial. Der Titel ist zwar sehr, sehr lang, aber ich finde es trotzdem sehr cool, dass das neu aufgelegt wurde. Und wenn ihr noch mehr über Will Eisner erfahren wollt, dann schaut einfach mal beim Carlsen Verlag vorbei. Die haben dort eine sehr schöne Biografie digital zur Verfügung gestellt. Ich habe jetzt auch nur so einen ganz kleinen Teil seines Lebens erzählt, sonst würde das hier ausufern. Das kann doch. Ja, insgesamt kamen wir bei dieser Ausgabe auf 152 Seiten für nur 15 Euro. Also diesen Klassiker solltet ihr euch auf jeden Fall holen. Ja, und jetzt kommen wir zu einem nächsten Klassiker. Beziehungsweise in anderen Formaten ist es schon sehr bekannt. Und ich sage erstmal den Titel vom Namen, die Känguru Comics 1. Also ich könnte das besser. Ja, die Sache ist, als ich den Titel das erste Mal gelesen habe, da kannte ich das Werk noch nicht, da kam mir das auch direkt hin, weil es auch schon in den Vorjahren ziemlich für Begeisterung gesorgt hat. Nämlich durch die Geschichten von Marc-Uwe Kling und seinem Känguru. Das Känguru ist erfunden sozusagen, aber als gezeichnetes Wesen ist es lebendig für uns. Ja, und es ist schon sehr berühmt, weil es gab schon zum Beispiel im Vorfeld Podcast, aber auch ein Buch und 2020 wurde sogar ein Kinofilm veröffentlicht, der hieß Die Känguru-Verschwörung. Und damals wollte ich mir den anschauen, das habe ich aber leider versäumt. Und ja, man muss sagen, diese Comic-Adaptionen, die er macht, die jetzt in diesem Band gesammelt sind, werden in der überregionalen Zeitung Die Zeit veröffentlicht. Auf der Online-Plattform, aber auch in den Ausgaben. Und ja, er hat da jetzt schon über 300 solcher Comic-Strips gemacht. Man nennt es auch Folgen, so wurde das genannt, 300 Folgen. Und es kommen auch regelmäßig neue dazu. Also in meinem Instagram-Feed zum Beispiel ist das auch immer mal wieder dabei. Also es kommt immer wieder was Neues und wer da digital, also wer jetzt zum Beispiel die Zeit nicht liest, der kann auch, wenn er der Zeit folgt, dann auch diesen Feed bekommen. Ja, auf jeden Fall ist es halt so, die Grundidee stammt, handelt davon, dass zwei Künstler in einer WG zusammenleben mit ihrem sprechenden Känguru. Und dieses Känguru ist halt, ja, hat seine eigene Meinung zu den Themen, die in der Welt so rumherum gehen und ist auch ein kleiner Besserwisser. Wie auch schon der Titel sagt, also ich könnte das besser, sagt es ja, ich könnte das wirklich besser, ich mache das besser und so, ihr macht das total bescheuert. Und ja, bei den ganzen Gesprächsthemen oder das, was behandelt wird, nehmen die Künstler, aber auch das Känguru kein Blatt vorm Mund. Es geht zum Beispiel um aktuelle Themen wie die Corona-Pandemie, die 2G-Regeln, aber auch um allgemein politische Dinge oder zum Beispiel Joe Biden und Donald Trump in Amerika, damals zu der Präsidentschaftswahl und immer, immer wieder. Also es gibt wirklich verschiedene Themen, sehr vielseitig im Bereich Politik, aber auch in der Gesellschaft. Immer wieder mal ein bisschen Kritik oder was zu besprechen und das in einer sehr witzigen Note ausgedrückt. Und diese Sammlung von den Comic-Strips aus der Zeit kommen aus dem Jahr 2021. Die sind gesammelt, da gibt es sogar eine datierte Übersicht, wo alle so nach dem Datum aufgelistet sind, wann die veröffentlicht wurden, in welcher Ausgabe, so dass man sich das halt anschauen kann. Ja, und wie gesagt, wir haben den Autor Marc-Uwe Kling, der mit dieser Reihe mit seinem Känguru sehr berühmt geworden ist, weil ich zum Beispiel kannte jetzt den Band zuerst auch nicht und habe dann direkt daran denken müssen. Und ja, umgesetzt wurden diese Strips oder in dem Band halt von dem Zeichner Bernd Kiesel oder Kissel, ohne E, weil Kiesel wäre E, aber das ist auch egal, Kissel, Bernd Kissel, so, jetzt haben wir den Namen auch. Und ja, die haben gemeinsam dieses Hardcover-Format und die Stories und das Bildliche umgesetzt und mein Comic-Fan-Herz damit höher schlagen lassen. Der Band hat 224 Seiten, müssen ja auch von einem ganzen Jahr die Sammlungen rein. Kostet 22 Euro, ist auch im Carlsen Verlag erschienen. Wie gesagt, es ist ein Hardcover-Format und demnach gut für jede Sammlung, kann ich nur empfehlen. Ja. Genau, und das war es auch heute schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen, lesen oder hören wollt, dann schaut doch einfach mal bei dicko.de vorbei mit Doppel-K und Doppel-P. Dort findet ihr vieles mehr von uns rund um die Dickob-Redaktion und unsere Arbeiten. Ansonsten könnt ihr uns gerne jederzeit ein Like da lassen. Abonniert unsere Kanäle.
aktiviert die Glocken, damit ihr auch immer auf dem neuesten Stand seid. Und zu guter Letzt könnt ihr uns natürlich jederzeit eine Benachrichtigung schicken, einmal über das Kontaktfeld bei den jeweiligen Medien. Ansonsten natürlich auch gerne per E-Mail an die info@dickau.de, auch ebenfalls mit Doppel-K und Doppel-P. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns oder hören uns demnächst wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao!